Ladies and Gentlemen, Servus, einen wunderschönen Samstag wünsche ich euch. Mein Name ist Bentastic, herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Freunde, heute bzw. jetzt gerade bei mir Freitagabend war es auf jeden Fall soweit. Nach Winter Wildcard kam das FC vs. Feuer und Eis Event raus. Und es war auf jeden Fall, wir wussten ja, das Team of the Year steht bald an und das Event vorher ist immer so, ganz komisch. Wir haben zusammen da das erste Mal da reingeguckt. Das heißt also, ihr kriegt die volle Leidenschaft in voller Länge, wie es auf jeden Fall ausgegangen ist. Und vor allem, was unsere Meinung zu diesem ganzen Event ist, werdet ihr jetzt in diesem Video hier sehen. Ich sag nur so viel. Evoli, sage ich schon. Nein, Evoli ist ein Pokémon, selbstverständlich. Evolution, hui, Team Pfui. So. Kurzfassung. In diesem Sinne, schaut euch das Video an. Wenn euch das Video gefällt, Daumen da lassen, Kommentar schreiben und mit dem Abonnieren-Button kein Video verpassen. Wir sehen uns und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bis dann. Ciao, ciao. Ladies und Gentlemen, einen wunderschönen Freitagabend wünsche ich euch. Mein Name ist Bentastic, herzlich willkommen. Es ist soweit. Dieses Video heute ist das erste Video zu Feuer und Eis. Wir haben die letzten zwei Tage drüber gesprochen, das Winter Wildcard Event ist over. Ja, wir haben zwei Tage drüber gesprochen und ich muss tatsächlich sagen, ich habe es schon mal kurz angedeutet. Normalerweise, das Team, was immer vor dem Toti kommt, ist normalerweise ein richtiger Downer. Mal gucken, ob das dieses Jahr genau wieder so sein wird. Wir sehen hier schon eine kleine Vorschau mit Neymar und Marta. Mal gucken, was uns gleich hier erwartet. Wir gehen gemeinsam in dieses Event rein. Freunde, wenn euch dieses Video gefällt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen auf diesem Video da. Schreibt einen Kommentar. Gerade die neuen Leute, ich würde mich sehr, sehr freuen. Und mit dem Abonnieren-Button auf jeden Fall kein Video verpassen. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Lange Rede, kurzer Sinn. Freunde der Sonne, wir gehen rein, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Lasst mich hier draufklicken. Wir gehen in Ultimate Team rein und wir gucken, was uns heute erwartet. Ich bin sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall müssen wir uns wahrscheinlich gleich zwei Teams angucken. Weil mit einem Team ist es ja nicht gedacht, weil normalerweise ist das Feuer- und Eis-Event ja ein Event, wo ein Spieler kommt und zwei verschiedene Kartenversionen kriegt. Eine Feuer und eine Eis. So, dementsprechend, wir werden uns das definitiv gleich angucken. Wir starten aber erstmal mit den Zielen. So, wir starten mal hier. Und wir gucken einfach mal durch, was hier so neu ist, ne? Wir gehen das einfach mal durch. Vielleicht kriegen wir auch das Level 21 heute. Schauen wir mal. FC Pro nichts. Live. Haben wir hier irgendwas Neues? Story. Christian Stuani von Girona, oder was? Ja, geil. Aber warum denn? Eine Story-Karte als Live-Objekt? Warum? Okay, das ist wild. Aber okay, ich meine, gut. Squad Battle 8 Partien mit einem Profi mit 80 Schuss. 3 Partien zum Torschützen und Vorbereiter. Ja gut, das ist ja nix. Also, ihr kriegt noch 1000 XP dafür. Ja gut, das ist ja nix. Das ist ein bisschen Squad Battle spielen. Stuani, Girona finde ich absolut geil aktuell. Wobei man auch ehrlich sein muss, wahrscheinlich... Oh, Powerkopfball, das ist natürlich auch sehr interessant. Wahrscheinlich werden ihn die wenigsten spielen, aber die Storykarten kann ich nur aus Erfahrung mit Karstorp oder mit Matheus Cunha auf jeden Fall sagen. Die Storykarten machen immer Laune bisher. Also von dem her, den werde ich mir auf jeden Fall mal holen. FC vs. Tagesspiel. Ah, die haben von Winter Wildcard das Tagesspiel übernommen. Aufs Komplettpaket. Ah, aufs Versus-Event. Verstehe.
Verstehe, verstehe, verstehe. Also, das heißt also für euch alle, genauso wie wir es in den letzten 2 Tagen schon gesagt haben, das heißt natürlich für euch alle Squad Battle spielen. Jeden Tag 3 Partien. Ja? Wenn ihr eine Evolution gleichzeitig habt, macht eine Evolution gleichzeitig. Das lohnt sich auf jeden Fall. Was kriegen wir denn hier? Premium Goldspieler, 500 Premium Goldspieler. Ja, immer nur Premium Goldspieler. Und beim 6. 84 mal 5. Und 86 mal 2 hier oben drauf. Also, okay. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und man darf nicht vergessen, bei den Tagesspielen, ihr kriegt hier allein schon 4 Belohnungen, ne? Das sind wieder 4 Ziele abschließen innerhalb von 3 Spielen. Beziehungsweise 5. Stimmt, es sind ja 5 Ziele innerhalb von 3 Spielen. All daher machen wir auf jeden Fall. Saisonal ist nix. Meilensteine ist auch nix. Okay, das ist mal schade, aber nicht schlimm. Was mich nur wundert, normalerweise gibt es doch jedes Mal bei einem Event eine Karte zum Erzocken. Aber warum ist das denn ein Story-Spieler? Okay, also das finde ich jetzt interessant. Ich würde es verstehen, wenn es jetzt ein Feuer- oder Eisspieler wäre. Aber dass es ein Story-Spieler ist? Wir gehen in die Evolutions rein. Evolutions. Gibt's was für die Badische Elf? Gibt's was für Karlsruhe 1894? Team of the Week, Ballingsballon. Patrick Wehr. Übernimm wie Rice als Sechser die glanzloseste Position. Füge ZDM Pass- und Dribbling-Werte hinzu, ohne dafür gefeiert zu werden. Und gönne deinem Profil den Playstyle-Block. Okay. Wir halten fest. Moment, 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 Moment. Oh mein Gott. Nein. Nein. Oh mein Gott. Ein 87er Kobalt kann ich mir machen. Ja, geil. Und der kriegt Tempo-Stats geboostet. Wie geil ist denn das? Maximal 86. Oh, schade. Ich dachte gerade, dass ich den in beide reinhauen kann. Aber dadurch, dass der dann 87 gesamt hat, funktioniert das nicht. Aber scheiß drauf, vollkommen. Kobalt geht sowas von hier rein. Aber safe. Meine badische Elf kriegt einen 87er Verteidiger. Wie geil ist denn das? Was aber interessant ist, das sehe ich jetzt gerade erst. Stimmt. Man kriegt das allererste Mal eine Position dazu. Stimmt, man kriegt tatsächlich eine Position dazu. Das sehe ich jetzt gerade. ZDM. Ah, okay. Dann kann Tide also nicht nur RV und RAV, sondern auch ZDM. Okay, das wäre interessant. SBC. Was haben wir denn hier? Gucken wir mal. Wir bleiben bei alle. Raheem Sterling! Geil! Raheem Sterling in jedem FIFA geil. Ah, okay, der eine hat mehr Schuss. Ah, und der andere hat mehr Dribbling. Okay, ja, aber. Ja, gut, der Blaue hat zwar 3 Dribbling mehr. Aber der hat ja hier. Der hat ja hier 7 Schießen mehr. Ja, dann macht ja nur der Rote Sinn im Prinzip, oder? Die Playstyles sind gleich, oder? Nee, stimmt gar nicht. Playstyles sind nicht gleich. Was hat denn der hier? Ach du liebe Zeit, 5 Ballkontrolle. Trickster Plus. Oh. Okay. Und er hier hat Powerschuss. Raheem Sterling mit Powerschuss? WTF? Und der eine hat 5 Sterne schwacher Fuß. Und der andere hat 5 Sterne Spezialbewegung. Wow. Also das ist. Normalerweise würde ich jetzt sagen, dass die SBC nicht viel kostet, ne? Aber auf der anderen Seite, boah, wenn ich mir das angucke, 5 Sterne schwacher Fuß. Und der kann im Sturm spielen, ne? Oh, der Eis kann ZOM. Ja, aber in ZOM mit 73 Füßen ist es immer, oh, ist ganz, ganz schwierig. Ist ganz, ganz schwierig. Ja, und Sterling, also mal ganz ehrlich, der hat Beweglichkeit 98 und Balance 97. Da brauchst du teilweise keine Dribbling-Werte mehr. Gibt der mit dem Hunter drauf und gut ist. Also wenn ihr einen machen wollt, dann macht auf jeden Fall den roten. Ne? Also braucht man nicht lange drum herumreden, macht den roten hier. So, was haben wir noch hier? Tägliche Versus Challenge. Ich habe gesehen, da gibt es ein 25k-Pack, ne? Ja, Premium Goldspieler-Pack. Was wollt ihr dafür? Lass mal gucken. 27 Chemie, 10 Gold,
5 davon selten. Ja. Wisst ihr, ich frag mich halt irgendwo an der Stelle. Ich halte es wenig sinnvoll, ein Team von 10 Goldspielern zu bauen mit 5 seltenen, wenn du ein Pack rauskriegst, wo nur 3 seltene drin sind. Halte ich für ein bisschen. Ja, gut. Aber wenn ihr Untrades habt, könnt ihr die hier auf jeden Fall reinschmeißen. Das ist auch noch sowas. Oh, täglich Gold, Bronze und Silber ist geblieben. Das ist ganz, ganz wichtig. Freunde, wir haben ja die letzten Tage schon drüber gesprochen, ne? Dieses tägliche Bronze-Upgrade und Silber-Upgrade. Wir haben da die Tage schon drüber gesprochen und ich habe es immer wieder darauf hingewiesen. Freunde, macht dieses Upgrade. Macht dieses Upgrade auf jeden Fall. Freunde, es lohnt sich brutal. Was man nicht vergessen sollte, ihr habt ja gesehen, diese Gold-Challenge besteht ja aus 2 Aufgaben. Und ihr kriegt ja ein Bronze-Pack und ein Silber-Pack wieder zurück, wo 6 Spieler drin sind, ne? Ihr verbraucht also im Prinzip nur die Hälfte aller Spieler für diese SBC. Wenn ihr das minimale Glück habt und hier ist irgendwie ein Inform drin, dann seid ihr um 30.000 Coins reicher. So, und das ist natürlich ein Argument, wo man dann auch sagen muss, okay, nicht vergessen. Oh, ist das Rossmann? Ah, schade. Ich dachte, das ist Rossmann. Okay. Aber bei der FC Hansa Rostock, das war der Güler. Und zwar nicht der Ader Güler, sondern der Serhat. Der Serhat Güler von Hansa Rostock. Klasse, Mann. Ein klasse Mann. Apropos, wenn wir schon dabei sind, was sagt ihr denn in den letzten paar Tagen zu den Videos? Habt ihr da Bock? Oder findet ihr die Videos gut? Ich meine, ich bin natürlich so einer, ich nehme natürlich immer Verbesserungswünsche an, ne? Also von dem her, ich bin jemand, ich kann auch nicht alles perfekt machen. Aber wenn mir was am Herzen liegt, wie zum Beispiel diese YouTube-Geschichte hier, dann will ich natürlich versuchen, das Beste draus zu machen, ne? Ist ja gar keine Frage. Natürlich ist das so eine Sache, Uncut-Sachen reinhauen ist für die meisten so ein bisschen Gift, ne? Weil die meisten dann sagen, ah, es ist ja keine Arbeit und so, ne? Und es ist ja nicht so. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gucke mir so viele Videos an, in denen so viel gecuttet wird und dass da teilweise so viel gecuttet wird, dass es dann schon gleichzeitig sehr, sehr schlecht ist. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Ich wollte mal ganz kurz noch gucken. Ah, den habe ich hier noch gesucht. Den habe ich noch gesucht hier. La Liga Player of the Month. Dov Big. Und zwar auch von Girona. Ey, was die aktuell da abreißen, ne, das ist absolut krass. Als Girona in der La Liga, das ist absolut krass. Ich weiß nicht, wer von euch La Liga verfolgt, aber Girona, die schießen momentan alles auseinander. Ja, und das wird wahrscheinlich eine SBC sein, die ist geschenkt. Oh, nee. Oh, 86. 86er Team. Ja, okay. Was war denn mit Sterling? Boah, 287er, 286er. Ja gut, aber man darf nicht vergessen, dass man hier einen Top-Mann kriegt, ne? Also das darf man auf gar keinen Fall vergessen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr aber inzwischen jemand Besseren im Sturm hat, ist wahrscheinlich hoch, ne? Aber Sterling, kann ich nur aus meiner Sicht sagen, ist jedes Jahr eine geile Karte. Ich gehe mal kurz in den Verein rein, weil ich will mir noch ganz kurz mal die Karten hier ansehen, was in dem Event jetzt überhaupt noch hier gekommen ist. Sind die jetzt wirklich nicht drin, oder was? Ach, EA. Ach, Leute. Ach, nee. FC versus Eis, FC versus Feuer. Ah, okay. Gut, ich habe nichts gesagt. Entschuldigung. Machen wir erstmal Eis. Machen wir erstmal Eis. Neymar Junior, ne? Ein Mann. Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, ne? Aber der Gamer hat es gestern im Talk bei mir noch wunderbar gesagt. Der Mann kriegt seit 2-3 Jahren im Fußball nichts geschissen und kriegt allmögliche Special-Karten in den Arsch geschoben, ne? Das muss man leider tatsächlich so sagen. Und EA, jetzt mal ganz ehrlich, ich kann inzwischen diesen Heung-min Son nicht mehr sehen. Hört doch mal bitte auf, diesen Heung-min Son zu bringen, ehrlich. Ich kann ihn nicht mehr sehen, ehrlich. Das ist so leider so mein erster Gedanke, wenn ich mir die 2 Karten angucke. Natürlich werden die unheimlich teuer sein, da brauchen wir uns gar nichts vormachen, ne? Aber trotzdem, ich kann die 2 nicht mehr sehen. Marta Trippier. Oh, Sergio Ramos. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, die Feuervariante wird als IV sein wahrscheinlich, ne? Radetzky 88. Hä, was hat denn der Ort dann? Ach, der wird wahrscheinlich einen anderen Torwartwert haben wahrscheinlich auf der Feuerkarte, oder? Gehe ich jetzt mal stark in der Annahme. Morata, Asensio.
Na gut, diese 87er-Karten, das sind halt wieder so Sachen, das kann man eigentlich schon wieder vergessen, ne? Also alles unter 88 kann man ja inzwischen eigentlich schon wieder vergessen. Lauriente, Marco Asensio, Morata. Digga, Morata. Das ist eine Karte, der Kamavinga. Ja gut, dann wird die Eis-Variante wahrscheinlich LV sein. War ich es... Es ist halt nur mein Empfinden, ne? Also ich muss jetzt sagen, lass uns erstmal ins Feuerteam reingucken. Lass uns erstmal ins Feuerteam reingucken. Was ist denn hier anders da? Was ist denn hier anders da? Alter, 91 Tempo, 92 Schuss. Und dann wahrscheinlich angeschnittener Schuss, ne? Ah, ja, klar, natürlich. Ach Mann, oh Mann, oh Mann. Kann diese L2-Schüsse nicht mehr sehen, ne? Neymar 96 Dribbling 5-5. Marta als RF. Und Sergio Ramos, wie gesagt, als IV. Chipier als RV. Ah, und Radetzky sind die Hechten. Die Hechtenwerte sind anders da. Ja, gut. Ist halt, also ich muss euch ehrlich sagen, also außer Sterling. Also Sterling finde ich cool als SBC, dass sie das gebracht haben. Auf jeden Fall. Sterling, Sergio Ramos. Heung-Min Neymar, das ist so das Einzige, was so ziehbar ist. Alles andere wird wieder unter 100k kosten. Das wird alles wieder unter 100k kosten. Ja gut, Marta vielleicht nicht. Ich muss leider sagen, das Team haut mich nicht vom Hocker. Muss ich leider tatsächlich so sagen. Aber okay, ich meine, komm. Wir haben noch kurz Zeit. Ich würde mal sagen, komm, wir ziehen einfach mal ein, oder? So, komm, wir ziehen mal ein hier. Ich habe nämlich noch ein ganz, ganz schönes Pack. So, wir gucken mal. 11 Goldspieler. Wieder Spanien, RV. Real Madrid, Lucas Vázquez? Ach nee, Quatsch. Das ist, nee, geht ja gar nicht. Carvajal, Entschuldigung. Entschuldigung, ist Carvajal. So. Bellegarde, wunderbar. Ich weiß nicht, vielleicht rede ich das Ganze auch einfach schlecht. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr von dem Event haltet. Es kann ja auch sein, dass ich da einfach nur eine völlig andere Meinung habe, so. Kann ja sein, dass ich da einfach nur komplett falsch liege. Ich meine, als jemand, der das Game wirklich jeden Tag spielt, muss ich sagen, ich kann diesen Neymar und diesen Son nicht mehr sehen. Es ist so schlimm. Es ist halt wirklich so schlimm, weil jeder mit Salah und mit Son immer auf diese L2-Schüsse ausläuft, ne? Das ist so schlimm. Griezmann ist auch noch so ein Special-Kandidat hier. So, wir machen mal ganz kurz die zwei Tradable hier noch auf. Die waren nämlich von gestern noch. Mal gucken, ob wir da eventuell noch Plus machen können. Ja gut, Walkout ist das nicht. Aber es ist Acerbi, ist ein 83er. Ich weiß noch nicht, was ich mit denen machen soll. Ich mach mal die erst auf die Transferliste hoch. So, Nummer 2. Gucken wir mal, da sind 6 seltene drin. 444. Ist das ein Alaba? Boah, schade. Ich dachte, es wäre ein Alaba. Und wieder RB Leipzig. Was habe ich denn mit diesen Leipzig-Spielern dieses Jahr am Laufen? Ehrlich, das gibt's doch nicht. So, letztes Pack für heute. 86 plus mal 3. Geh mal rein. Schauen wir mal. Mach mal einen guten Eispieler. Nee. Nee. Ach, das ist hier, wie, oh, Doppel-Walkout? Doppel-Walkout, ne? Ah, Mate und Martinez, okay. Ja. Oder werden die nicht angezeigt? Mach mal nicht angezeigt hinten dran einer? Nee. Okay, ist De Jong. 387er, ja, ist okay. Kann ich mitleben. Okay. Gentlemen, das war's mal fürs Erste. Kleines Minus übrigens noch am Rande. Es sind keine 10 und 30 Coins Pack da. Das ist leider auch ein kleines Minus. Was meint ihr? Schreibt mal eure Meinung von diesem Event. Hier in die Kommentare. Es würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr davon haltet. Wir werden die Tage sehen, was alles so passieren wird. Das Team of the Year Voting steht ja noch an. Das wird auf jeden Fall die Tage kommen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen da lassen, Kommentar schreiben und mit dem Abonnieren-Button kein Video verpassen.
Wir sehen uns morgen, Gentlemen. In diesem Sinne, schlaf gut, macht's gut, habt einen schönen Tag. Bis dann, euer Bentastic. Auf Wiedersehen. Tschüssi.